Ein herzliches Willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder im Garten und hier steht so viel an. Und wenn ihr Lust habt, mich dabei zu begleiten, ich hole die Kartoffeln jetzt gleich erstmal aus der Erde, habe schon unheimlich viele Tomaten geerntet, dann bleibt gerne dran und ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß bei meinem Video. Übrigens geradeaus. Ihr seht es schon, mein Weg ist fast fertig. Ich hatte euch das ja schon gezeigt. Ich habe hier die Kantensteine gesetzt, ich habe ein Vlies drunter gelegt und die Pinienrinde eingefüllt. Aber das sieht jetzt erstmal so schön aus. Aber ich zeige euch auch direkt, ich habe noch ein kleines Stückchen, was ich noch machen muss. Das ist das Ende bis zum Gartentürchen. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ran. Aber das hat jetzt gerade keine hohe Priorität leider mehr, denn der Garten, der braucht mich jetzt, die einzelnen Gemüsepflanzen, und da muss ich jetzt dringend dran, auch die Folgekulturen jetzt setzen für den Herbst und für den Winter, und das werde ich jetzt einfach mal anfangen. Hier vorne habe ich schon vorhin ein bisschen Unkraut entfernt und hier drunter sind nämlich die Kartoffeln. Ihr seht das hier, das ist die vertrocknete Kartoffelpflanze, und im Boden sind jetzt hoffentlich viele schöne, leckere Kartoffeln, und da werde ich jetzt direkt einmal nachschauen. Ihr seht hier meine Ernte des heutigen Tages. Ich habe noch viel, viel mehr, was unbedingt geerntet werden muss, aber der Tag neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich habe hier ordentlich Kartoffeln, ich habe drei Hokkaido-Kürbisse, einen kleinen Wirsing, Bohnen und wieder Tomaten. Ich habe tatsächlich noch eine Riesenschüssel zu Hause, und ein ganz paar Erbsen habe ich zumindest in diesem Jahr auch noch bekommen. Ich wollte jetzt aber noch schnell, bevor ich gleich nach Hause fahre, meine vorgezogenen Chinakohl und Pak Choi mal schauen, ob ich die da schon auf die Fläche setzen kann, dass ich zumindest noch mal was nachgepflanzt habe. Das wollte ich noch mal schnell machen, bevor es jetzt gleich dann mit der Ernte nach Hause geht.
Hier habe ich jetzt Chinakohl und Pak Choi ausgepflanzt, den ich vorgezogen habe vor, ich glaube, 3 Wochen. Und der bekommt noch frischen Rasenschnitt. Ich habe heute noch Rasen gemäht, damit der Boden drumherum auch nicht direkt austrocknet und damit die Pflanze vor Spritzwasser geschützt ist. Die kleinen Jungpflanzen, die gieße ich natürlich jetzt nochmal an. Das mache ich mit Regenwasser natürlich. Da gibt es in letzter Zeit natürlich jede Menge. Ich muss hier noch tatsächlich an der Hütte ordentliche Regentonnen anbringen. Ich habe jetzt gerade diese Zinkwanne provisorisch drunter gestellt, aber besser als nichts. Und ja, ich weiß, die Hütte muss auf jeden Fall gestrichen werden. Angegossen habe ich die Pflanzen. Das ist natürlich abends immer so eine Sache, aber ich habe ja Gott sei Dank nicht den Schneckendruck, der so groß ist. Also eigentlich habe ich gar keinen Schneckendruck, Gott sei Dank, toi toi toi. Aber ich habe die Vögel und deshalb muss ich da noch schnell mein Vogelschutznetz drauf machen. Dann könnt ihr auch direkt mal sehen, die Hütte von innen. Die habe ich jetzt langsam so ein bisschen eingerichtet. Hier stehen jetzt alle Sachen. Hier ist noch der Rest der Pinienrinde für den Weg. Der muss auch noch fertig. Aber hier habe ich meine ganzen Schutznetze und die bekommen auf jeden Fall jetzt eins. Wir sind schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick. Es ist noch viel mehr hier auch zu ernten und ich muss noch einige Aussaaten direkt ins Beet bringen, aber auch wieder Sachen vorziehen. Ich glaube, da können wir wirklich viele Sachen ausprobieren, einfach noch mal ins Beet bringen und selbst wenn wir es im Herbst und Winter ernten, wenn es ein bisschen kleiner ist, aber die Beete, auch ein kleines Hochbeet, kann man ausprobieren. Und dann steht es im Herbst und im Winter nicht leer. Und, ach, ihr merkt, ich bin schon wieder außer Atem. Es ist wirklich auch warm heute. Und vor allem freut man sich dann im Herbst und im Winter, wenn man doch noch mal das ein oder andere ernten kann. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, wieder beim nächsten Mal einzuschalten. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.